Hallo! Herzlich willkommen zu einem neuen Video im Kanal von Daniel Daya. So, ich bin Alfred Biolog und hab schon mal was vorbereitet. Nein, hier ist der Thomas ohne Haar und wir machen heute ein etwas besonderes Video, weil das liegt mir sehr am Herzen. Und zwar werden wir heute etwas in dieses Fahrrad bauen, was ich eigentlich in meinen Fahrrädern immer drin habe. Und zwar ein Laufradsatz von Bikeledle EK Noah Hubs and Wheels. Und da werde ich gleich auch ein bisschen drauf eingehen und dann werden wir halt gleich mal was dazu sagen, weil ich will unbedingt mal eine Bresche schlagen für diese Laufradsätze und will auch kurz erklären, warum ich davon so begeistert bin und warum ich seit 11 Jahren inzwischen halt Bikeledle-Laufradsätze fahre. Wie ihr seht, es regnet in Strömen, wir haben zum Glück ein Carport und es ist auch richtig schön kalt, also beste Voraussetzungen, um einen Laufradsatz einzubauen. So, bis gleich! Der Daniel ist bei mir tatsächlich und er nimmt ein Video auf, warum ich ihn gebeten habe. Wir haben auch tatkräftige Unterstützung hier von Bilbo und Borro, die ab und zu ins Bild kommen werden. Vielleicht auch gleich noch ein paar Kinder, so ist das halt bei mir. Ich wollte mich bedanken beim Daniel, dass er das Video für mich aufnimmt. Ich habe ja sonst die Noah-Einbau-Videos immer selber gemacht, aber ich habe gedacht, nach 11 Jahren Zusammenarbeit und unzähligen Laufradsätzen hat Noah das einfach mal verdient, dass wir ihm ein richtig fettes Video heute machen. Heute Special sozusagen. Genau, Special. Ich mache jetzt mal hier die Tür auf und wir gucken mal, was hinter der Tür 1 ist. Ist es der Zonk oder ist es der Preis? Das ist die Frage. Oder doch den Umschlag, Daniel? Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht an die Tür aufgeht. Hui! Wenn ihr so einen Karton bekommt, dann wisst ihr, es ist ein guter Tag. So, wir holen mal raus. Natürlich läuft in der Bude Radio Bob, was für ein Zufall. So, da ist der Karton. Jungfräulich. Ich habe nur die Rechnung abgemacht, weil das ist geheim, geheim. Und der Noah hat gesagt, er hat uns sogar noch ein kleines Gimmick ins Paket gelegt. Also, ich bin total nervös. Also, es ist lustig. Also, es ist wirklich, ich habe ja echt viele Fahrräder gehabt. Aber immer wieder, wenn Noah Laufradsatz kommt, ist das so ein bisschen wie Weihnachten und Geburtstag zusammen. Und ich denke auch, der wird das 215 nochmal ordentlich aufwerten. Sowohl natürlich optisch, aber ganz wichtig auch von der Fahrdynamik her, weil der Laufradsatz im 215, das kann man auch einschlägig im Internet lesen, ist nicht so richtig gut. Und ich habe einen Ersatzlaufradsatz für den Jerry, dann läuft. Beziehungsweise das Vorderrad nimmt dann erstmal der Daniel mit, da machen wir erstmal noch einen Test beim Norco. So. Was ist denn? Skalpell? Skalpell? Ja, danke. Danke. Tupfer? Übrigens, noch was Besonderes, ich weiß nicht, wo ihr schon Laufradsätze gekauft habt, allein die Verpackung von Noah, also wirklich richtige Laufradkartons, die sich echt gut da überlegt haben. Machen das jetzt mal auf und dann seht ihr, solltet ihr euch auch immer verwahren, falls ihr mal die nochmal verschicken müsst. Oh, was ist denn da drin, Daniel? Oh, Hoodies! Ziemlich cool, ich pack mal einen aus, das ist Daniels. Sehe ich schon, weil da steht L, da wäre ich zu dick für. Guck mal da. Da sagen wir jetzt schon mal Danke, Noah vom Bikeledle. Das heißt, wir werden uns jetzt gleich erstmal umziehen und in diesen Pullis natürlich weitermachen, aber wir packen jetzt erstmal den Laufradsatz aus. Wenn ihr jetzt in den Karton guckt, dann seht ihr, hier ist so ein Dreieck drin. Und das ist unten nochmal drin, quasi so. Und dadurch kann an das Laufrad echt nichts drankommen, Verpackung ist trotzdem leicht und ist nur aus Pappe. Kein Kunststoff, keine Luftpolsterfolie, gar nichts, nur Pappe und man kann ihn wirklich super wiederverwenden. Zum Thema, warum man den immer verwahren sollte, kommen wir gleich, wenn ich dann noch meine Lobhudelei in Richtung Service, was Noah Hubs and Wheels EK Bikeledle angeht, weil der Service ist einmalig. Ich packe jetzt erstmal hier kurz die Dreiecke oben raus. So. Natürlich das Hinterrad raus. So. Ich mach mal das Hinterrad raus. So. Das Besondere war Bikeledle. Decals, komplett Kaspel mit Free and Ride drin.
schon Tubeless-Ventil drin, auch von Noah. Dann die Speichen kann man sich komplett aussuchen. Ich habe zwei orangene gewählt, wo es Ventil ist, damit man das immer findet. Ich bin ja schon was älter, kann ich mir so gut gucken. Also, Ventil, da wo bunte Speichen sind. Habe ich an einem anderen Rad zwei silberne, ist nicht ganz so auffällig, aber hat genau dasselbe System. Dann ein perfekt verklebtes Tubeless-Band und Noah macht auch noch einen Aufkleber drauf, damit man weiß, dass es Tubeless ist. Ja, ich habe mich diesmal für Hope-Narben entschieden. Normalerweise nehme ich auch immer die Noah DH-Hubs oder die Noah 120 Klick. Und jetzt kommt der simple Grund, warum ich Hope-Narben drin habe. Die Farbe. Es gibt keine orangene Noah-Hub-Narben und ich wollte halt unbedingt orangene haben. Und ich glaube, wenn die eingelaufen ist, könnte die auch sich ganz gut anhören. Wobei Geräusch ja bei mir nicht mehr ganz so wichtig ist wie früher. Früher musste immer laut, laut, laut sein. Heute ist Funktion eigentlich über allem. Und dieser Laufradsatz ist einfach absolutes Träumchen. Was ich ja unbedingt noch loswerden will und damit ihr überhaupt versteht, warum ist der Typ so fixiert auf Noah-Laufräder, kommt jetzt gleich eine Galerie mit den Jahreszahlen drin. Also wirklich seit 2012 habe ich Noah-Laufräder. Am Anfang gab es natürlich kein Noah, keine eigene Marke von Bike Lädle. Da habe ich dann immer Spank-Felgen genommen und mit Hope-Narben. Das war halt schon damals so, dass ich das favorisiert habe. Habe dann auch nachher auch einige NS-Felgenringe genommen, die aber auch im Fratelli-Werk gefertigt werden. Das ist das gleiche Werk, was auch die Spank-Felgen macht. Und ich hatte noch nie Probleme mit dem Laufradsatz. Also man kann ja viele Tests lesen und so. Und ja, aber ey, wirklich, allein die Bilder, wenn ihr euch die gleich anguckt, das sind 30 Fahrräder. Und ich hatte noch nie Probleme beim Bike Little, auch wenn was kaputt war, ein Freilauf oder irgendwas. Hatte noch nie lose Speichen etc. Also absolut top. Und die Jungs, wenn man die anruft, helfen immer, sind immer freundlich, immer hilfsbereit. Und es gibt eigentlich keine Probleme. Ein paar kurze Shoots vom Laufradbau und so haben wir ja alles schon Videos gemacht, deswegen wollten wir euch damit nicht quälen. Ihr habt euch die Galerie angeguckt von den ganzen Laufradsätzen, die ich schon hatte. Ich war selber ein bisschen geflasht, wie viel das ist. Kann mich nur noch mal bedanken beim Bike Nädler, weil die mir immer unter die Arme gegriffen haben. Und jetzt ist es soweit, der große Moment. Diese Laufräder verlassen das Fahrrad und die anderen Laufräder kommen rein. Warum habe ich jetzt das Rad rumgedreht, obwohl ich einen Montageständer hier habe, weil ich finde, Laufradmontage geht immer noch am besten, wenn man das Rad rumdreht. Das ist ein kleiner Tipp von mir, auch wenn ihr irgendwo im Park seid und müsst für euch ins Auto zu tun, reinladen. Ey, Rad rumdrehen ist immer viel entspannter Laufradmontage, weil ihr die Laufräder mit der Schwerkraft ein- und ausbauen könnt. Ist meine Erfahrung, muss natürlich nicht die Wahrheit sein. So, also bevor wieder einer meckert, warum ich mir nicht mal einen anständigen Montageständer kaufe. So. Warum mache ich jetzt die Kette ab? Ich baue doch nur einen Laufradsatz ein, weil wir gleichzeitig auf das SB1-Kit umrüsten. Hier Single Speed. Da ich ja nur Park fahre, brauche ich auch nur einen Gang. SB1 hat natürlich noch einen Vorteil. Du kommst ja quasi nie mehr irgendwo mit einem Schaltwerk gegen, ne? Vorne der Standard. Fast? Ja. Das ist ein bisschen ganz gut in der Zeit eigentlich, ne? Ja.
Oha. Haben wir gut geschätzt. Haben wir gut geschätzt? Haben wir gut geschätzt. So, Laufradsatz ist drin. Krass. 15,55 Kilo inklusive der sauschweren Brandock-Pedale. Das heißt, ohne Pedale knapp 15 Kilo für ein DH-Bike. Ich glaube, da kann man mit leben. So, Sohnemann, geh mal auf Seite. Yes! So. Nochmal tausend Dank ans Bikeledler, an den Noah, an den Marc und alle anderen, die da arbeiten. Wenn ihr Laufradsätze braucht, echt, ey, schreibt die einfach mal an und kauft euch nicht wieder den DT Swiss oder gebt nicht 2000 Euro für irgendwelche super Laufradsätze aus. Also die Laufradsätze von Noah sind wirklich gut. Ihr habt den Service dabei. Achso, einen kleinen Technikgimmick noch. Ich habe jetzt hier die Hochpro 4 als DH-Narbe drin. Das bedeutet, dass die Speichen weiter nach außen gehen. Da kann man also keine 12-fach-Kassette drauf machen. Das geht nur ab 7-fach abwärts oder halt Single Speed, weil man innen den Platz braucht. Dafür ist sie etwas stabiler, weil die breiter aufbaut. So, der Chef entscheidet jetzt hier sowieso, wie es weitergeht. Meine Kids sind jetzt da. Ich würde sagen, nächste Woche soll gutes Wetter werden. Da werden wir den Bock bestimmt auch mal ausprobieren. So, bis dann. Ciao, euer Thomas ohne Haare.